In der dritten Sequenz geht es um Creativity. Creativity und auch Neugier sind ein wichtiger Teil von Führung, gerade auch in der Zukunft, vor allen Dingen, wenn wir Entwicklungsräume gestalten müssen und gestalten wollen. Es geht darum, Methoden kennenzulernen. Davon sind einige sicherlich bekannt, wie Agilität und Design Thinking. Aber es geht auch darum, neue Methoden kennenzulernen, wie Systems Thinking und auf Systeme zu gucken. Es geht darum, schwierige Moderationen durchzuführen und vielleicht sich auch mit dem eigenen Team zu überlegen, wie treffen wir denn Entscheidungen? Gewinnt bei uns derjenige, der am lautesten schreit, oder sind wir alle daran interessiert, die beste Lösung zu finden? Genau darauf gehen wir ein. Ihr entwickelt euren eigenen Methodenkoffer und füllt ihn an mit Tools und Methoden, die ihr dann im eigenen Entwicklungsprojekt anwenden könnt.